Samstag, 15.30 Uhr. Es geht wieder los. Fußball-Bundesliga. Ja, wieder Heimspiel. Die Bayern zu Hause empfangen die TSG aus Hoffenheim. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, Lauf, Galopp. Ja, so, wir sind gespannt. Wir müssen die Punkte in München behalten. Es bleibt alles offen in der Bundesliga. Wir sind zwar mit 2 Punkten vor, wir dürfen uns aber keinen Fehler erlauben. Das wird natürlich auch schwer sein. Ja, der FC Hollywood ist wieder unterwegs, überall. Jetzt hat Mané Sané geschlagen und ist heute nicht im Kader gegen Hoffenheim. Ja, was alles erzählt wurde, ne? Alles fürchterlich. Dann die Einstellung der Spieler. Ne? Man will glauben, dass sie wollen aber nicht. Es kommt nichts von den Spielern. Woran liegt es? Woran hattet ihr Lehen? Ja, woran hattet ihr Lehen? Woran hattet ihr Lehen? Keiner weiß es, woran hattet ihr Lehen. Neuer Trainer ist da, ne? Dann hatte man eben rausgehört, dass Brazzo für 250 Millionen Haaland nicht holen wollte. Wie dumm muss man sein? Wie dumm muss man sein? Das ist der weltbeste Stürmer im Moment, ne? Auch wenn Lewandowski da gewesen wäre. Egal, der wollte sowieso weg. Jetzt sieht er, was er davon hat. Also Leute, Heimspiel. 75.000, jetzt muss eine, wenigstens in der Bundesliga, im DFB-Pokal sind wir raus, Champions League haben wir 3-0 gegen City verloren, in City, jetzt haben wir das Rückspiel noch nächste Woche, aber jetzt müssen wir uns erstmal auf die Bundesliga konzentrieren, wenn wir da jetzt auch noch verkacken, Mensch Leute, wie gesagt, es sind nur 2 Punkte vor, wir dürfen uns keinen Fehler mehr erlauben, bei Dortmund, man spürt den Atem schon im Nacken von Dortmund, ne? Die werden sich auch keinen Fehler mehr leisten, ne? Der jetzt den Fehler macht, ist aus der Meisterschaftsrennen raus. Es sind zwar noch 7 Spiele, glaube ich, aber wer jetzt Punkte lässt, der wird kein deutscher Meister. Also. So, wir sind gespannt. Das Stadion muss brennen. Hier ist es vor 75.000 ausverkauft. Das Haus, unser rotes Wohnzimmer. Und ich tippe heute ein 3:0 Sieg des FC Bayern München gegen die TSG aus Hoffenheim. Und dann wollte ich mal sagen, Misastra, Prost Leute, auf geht's zur Mannschaftsaufstellung des deutschen Rekordmeisters des FC Bayern München. Auf geht's! Hier ist die Mannschaftsaufstellung des deutschen Rekordmeisters des FC Bayern München im Tor. Jan Sommer, die zwei Innenverteidiger, Upamecano, Matthijs de Ligt. Über rechts ist Pavard, über links Cancelo. Doppel-6 Kimmich und Goretzka, vorne auf der 10 unser Thomas Müller. Über rechts Kingsley Coman, über links Leroy Sané und vorne Serge Gnabry. Gut, was soll man sagen? Ich hätte jetzt zum Beispiel Upamecano nicht spielen lassen und hätte Tell für Serge gebracht, weil der ist schon, seitdem sie seine Vertragsverlängerung gemacht hat und das doppelt an Geld hat, gar nicht mehr auf dem Platz. Irgendwie, keine Ahnung, der trottet da nur rum und weiß nicht, vor dieser Vertragsverhandlung hat der Spieler entschieden, der ist gelaufen, der hat Tore gemacht, der ist mannschaftsdienlich gewesen und. Na ja gut, jetzt muss man mal gucken, was passiert heute. Die Bayern müssen gewinnen und wir freuen uns auf dieses Spiel zu Hause in unserem geliebten roten Wohnzimmer. Und jetzt schalten wir hin zur Halbzeit 1. Auf geht's, Bohr! So, auf geht's, erste Halbzeit, auf geht's, Jungs! Wir stehen natürlich vor der Südkurve und spielen nachher gegen unsere Süd. Jawohl, der Lift, gut gemacht. Das ist ein Transfer, der sich gelohnt hat, die 80 Millionen. Das ist echt ein geiler Typ. Ja, das ist alle tippen und teilen, genau. Und besonders auf YouTube hier, Outdoor Fußball Urbex-Mischer. Komm, ich werde heute 930 schaffen. Jetzt habe ich 4 Leute deabonniert, das verstehe ich nicht. Wenn ich einmal ein Abo abgeschlossen habe, was nichts kostet, kannst du das doch für die Person lassen, ne? Der freut sich darüber. Ah, Serge schon wieder nicht im, schon wieder nicht. Zwar spielen wir jetzt erst 1 Minute, aber er ist schon nicht im Spiel. Verstehe ich nicht, dass der da nicht einen super Pass im Mittelfeld kriegt und dann nicht auf der Höhe, nicht konzentriert ihn noch wieder. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, Goretzka, machen wir heute vernünftig was. Wir wollen euch mal alle kämpfen sehen. Nicht so läppsch. Den FC Bayern.
Kirch. Gut. Jetzt ist Platz für João Cancelo. Seine Spielstärke und sein Spielverständnis soll heute genutzt werden, um dann eben auf engem Raum auch mal ein bisschen weggehen. Thomas Tuchel ohnehin in den letzten Wochen als Psychologe unterwegs. Unter der Woche hat er selbst gesagt, als Anwalt Inter, 3-0. Vom Sadio Mané. Ich kann da ja nicht, Moritz. Gleich gesperrt. Sicher in den Hafen zurück zu geleiten. Ah, schon wieder. Vier Spiele, zwei verloren. Meine Fresse, da fängt schon wieder an, ey. In der Bundesliga Baumgartner geht der jetzt vor ein paar Mal. Es gibt die erste Ecke für Hoffenheim. Ja, so einfach da. Sind schon wieder nicht wach. Mannschaft von Pellegrino und Matarazzo hat wenig Gefahr. Runden werden aus. Ist das ja. So, jetzt. Ecke abfangen. Tut die Hände weg, Goretzka. Da ist viel Luft nach oben. Raus, da raus. Nochmal Angelino. Auf den zweiten Pfosten. Kramaric wartet da, aber auch Cancelo. Evo, gepfiffen. Vergeben. Ach, Giovanni, Elba, Olli. Razzo guckt das Spiel, lacht er nicht. Das ist jetzt schon wieder ein Ball verloren, Upamecano. Einen ganz leichten Ball. Ganz leichten Ball verloren. Nach dem leichten Stoppfehler von Upamecano, dass sie rausrücken können. Jetzt der Licht. Guck mal, die stehen mit fünf Mann ja schon drin. Aber da müssen die beiden noch über die Flügel kommen und zack und zack und zack und Ideen haben. Freigemacht und freigezogen für João Cancelo. Komm mal, gegen Kerbak. Kimmich hat viel Platz, kann aufziehen. Baba. Jawohl, Abschluss. Genau. Kämpfen und siegen, jawohl. Die hat einen Abwehrspieler, und zwar Benjamin Pavard. Ja, warum nicht? Der war nicht verkehrt. Ein bisschen tiefer. Beziehungsweise Weitschuss Tore. Oh, der Pflicht. Der ein bisschen tiefer ist, hält er den nicht. Salonfähig. Super, Benji. Bei München, die Schläfe getroffen worden. Merke sofort. Rayo Vallecano hatte einen Abend zu vergessen. In Manchester. Kulminierte dann eben in der 70. Minute mit diesem entscheidenden Fehler vor dem 0-2. Das Bernardo Silva traf. In einer fristigen Situation. Mal verwendete gegen Grealish. Ja.
Mann, das ist ja schon wieder. Hat er Glück gehabt, dass es faul war. Ja, ein Tick liegt zurück. Das ist krass. Das ist nur nichts mehr, ey. Am Anfang noch gesagt, ja. Leipzig mit Favorit auf die Meisterschaft. Oha. Können ja nicht mal zu Hause gegen Augsburg, Alter. Ja, das wird heute wieder eine schwierige Nummer werden, ey. Gegen Pavard, der muss den Rückwärtsgang einschlagen mit Sommer. Upamecano und Goretzka. Bayern ist schon wieder nicht aggressiv genug, das ist schon wieder nur zu leicht. Das ist schon wieder Larifari, das ist schon wieder nichts. Upamecano versucht auf Sané. Brooks hat's gelesen. Vorne siehst du nicht so wie Serge. Brooks. Ach, oder war's? Jetzt ist es Brooks. Das ist schon ein Bundesliga-Audi. Aber der Baumann im Tor, der Hoffenheimer. Aus! Aus, Mensch! Auf dem Platz nur getoppt von Thomas Müller. In seinem 436. Bundesligaspiel. Upamecano wieder unsauber für Pavard. Ja, das ist nicht. Aber nur hintenrum. Wir kommen gerade über die Mitte. Da ist schon wenig. Da hat schon wieder keiner eine Idee. Ich weiß, wir spielen gerade erst 8 Minuten. Aber guck mal, der Upamecano, wie kann er den Ball denn hinter den Spieler spielen? Dann musst du den nach vorne spielen. Und das bringt ja auch nichts. Da spielen sie den Mittelfeld, den Sechser an, den Kimmich, und der spielt dann wieder zurück. Das bringt doch alles nichts. Ach nee, das ist wieder nichts. Enorm schwierig halten die Linien kurz und knapp zusammen im 5-3-2 variiert. Und Gardner lauert immer wieder, wenn denn hinten Pavard mitgeht, wird dann auch teilweise ein 5-4-1 in der Rückwärtsbewegung. Spielen! Sané. Auf Kimmich, Ablage auf Müller. Schieß doch mal, Müller, schieß doch mal da! Meine Fresse! Immer noch mal hin und her und noch mal hin, du bist doch gerade in der Box. Knalle doch mal ab, Mensch. War so ein schönes Spiel von Kimmich da, zack. Da knallen doch. Ja, müssen. Das sind doch alles nur blaue. Wo wollt ihr denn da hinspielen, ey? Meine Fresse, echt, ey. Ja, schieß doch mal, genau. Mensch. Stehschnitt. Also so schön gespielt vom Kimmich. Aber nicht mal Verlust gegen Goretzka. Koman. Nochmal Goretzka und Cancelo. War okay. Nicht genau genug. Ja, kann passieren. Also die Vergangenheit für João Cancelo unter der Woche nach Manchester. Und endete damit, dass er nur eingewechselt wurde. Ja, kann die Dortmund da kein Tor machen, da wir euch unentschieden spielen, dann ist es genau dasselbe. Bebo. Seine Geschwindigkeit wird es heute ankommen. Aussicht der Hoffenheimer. Okay, guck mal, das haben wir jetzt schon zu viele. Und somit ein bisschen der Raum jetzt für Bayern München. Baba. Genau, Ecke, sehr gut, Ecke. Bleibt sich raus mit 1-1. Okay. So, kommt Ecke jetzt. Komm, Josch. Kann ja, so lange brauchen, wenn es mal gut macht. Wo ist der Mann? Da ist.
So, jetzt. Hoch. Der Licht bringt das Ding. Der Licht und Baba. Behindern sich. Nochmal Kellig. So, komm, mach mal was. Wir versuchen die gesamte Breite zu nutzen gegen tiefstehende Hoffenheimer. Cancelo ein Dribbling, ein Schussversuch. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Ist doch gut. Geh zurück, der Licht. Gut gesehen, von Cancelo auf der anderen Seite. Auf Sané. Kimmich hilft. Da können wir doch nichts an. Zu schwach. Die Flanke von Joshua Kimmich. Schneller, schneller. Jawohl. So, mach mal was, komm mal. Du bist doch schnell. Situation lohnt sich nichts. Dreimal dagegen. Zweimal die Absicherung hinter Kader Žabek. Pavard. Auf der anderen Seite genauso. Aber jetzt kriegt es durchgespielt. Zur Grundlinie hin. Goretzka vor Bebu, Kimmich. Mann. Und wieder. Komm schneller, Cancelo. Schneller, schneller, schneller. 25 Sekunden waren. Ein bisschen zu weit für Kingsley. Komm mal. Letzter Pass für die Tür. Letzter Pass für die Tür. Pellegrino Matarazzo hat nach den 5 Niederlagen in Folge, nachdem er die Mannschaft übernommen hatte, nach dem Breitenreiter. Zudem noch auf 9 sieglose Spiele als VfB-Trainer in der Hinrunde. Das heißt also insgesamt 14 sieglose Spiele als Trainer. Dann endlich, als er so richtig unter Druck war und auch schon in Frage gestellt wurde, gegen Hertha BSC mit dem 3-1 Turnaround geschafft. Die Spielweise pragmatischer angelegt. Spielen, spielen, Leute, spielen, spielen. Viele lange Bälle, um eben auch die Gefahr wegzuhalten vom eigenen Tor. Im Spielaufbau ist einer, der das gepflegte Passspiel eher bevorzugt. Sie wollten dadurch dann auch schnell in andere Räume kommen und eben in andere. Und Müller. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid, steht auf. Wenn ihr Bayern seid. Mach mal was in die Box hier drin. Die Box sehr schwerfällig. Jetzt geht auch, wo er herkommt. Ungenaue Bälle, viele ungenaue Flanken. Die Hoffenheimer diszipliniert, kollektiv, homogen gegen den Ball. Steh ich nicht. Und dann eben lauert auf solche Chancen. Bebu hat Kramaric unsauber. Schlampig gespielt von Elas. Schneller umschalten jetzt! Schneller! Es sind ja schon 4 Mann vorne von Blau! Schneller! Schneller! Ein Spalt breit aufgegangen. Sané, Müller, Gnabry. Jawohl! Ecke! Aber das Umschaltspiel dauert immer noch viel zu lange. Du musst doch viel schneller gehen. Rechtzeitig dran und dann blocken zwei So, jetzt Ecke Tor. Stiller, komm an. Ja!
einfach mal mit der Picke, Benji. Jawohl. Einfach mit der Picke. Einfach mit der Picke. So kann man auch Tore machen. Die zählen auch. Ein vermeintliches Abseits. Ja, zack, mit der Picke. Ein missglückter Schussversuch von Kingsley Coman wird zu einer zack. Perfekten Torvorlage ja. Für Benjamin Pavard, der markiert seinen vierten. Wer wird deutscher Meister? Danke, Tappi. Wer wird deutscher Meister? FCB. 5 Punkte vor, nee. 4. Vieles einfacher in diesen ersten Minuten für den FC Bayern München. La 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 la. Hoch da! Jawohl, Goretzka, gut. Gut. Gut, jetzt läuft die Bällchen doch. Jetzt hört nicht auf damit. Weiter, 2-0, 3-0. Franzose. München! Benjamin Pavard! Oh, 75. Denkt mal dran. Auch bei YouTube ein Abo da lassen. Komm, wir trinken heute 9:30 zusammen, oder? Komm. Komm, komm, Leute. Bitte. Wird sich auch nicht mehr großartig. Outdoor Fußball Urbex Mischer, lasst mal ein Abo da. Komm, geht mal auf YouTube oder hier auf TikTok, überall Abo, auf Instagram FC Bayern Michael eingeben. Kommt, braucht man mal raus, gleich eine Halbzeit. Könnt ihr mal gucken da. Eben diese Ecke, dieses 1:0 brachte nicht direkt herausgespielt. Könnt ihr mal gucken, was ich die ganze Zeit so esse am Tag oder auch andere Reels. 50% für Meinungen zu irgendwas. So ne? Aber am besten wäre, wenn wir mal langsam an die 1000 kommen bei YouTube. Autor Fußball Urbex Mischer. Ah. Komm, Cancelo. Hast du noch? Cancelo. Mal komm mal auf Gnabry. Gute. Ja, aber ist ja keiner. Nett denn doch. Das Ganze welche Minute weiß ich jetzt nicht? 17. 16. Im engen Dickicht der Hoffenheimer. Nee, doch. Denk mal doch alles noch drauf. Manchester City, Serge Gnabry, glücklos in seinen Aktionen, gerade mit solchen, wo er dann eben sehr viel Druck bekommt und sofort 17. Druck bekommt. Von ist ja egal, Hauptsache 1-0. Hey, was ist los? Was ist denn der Ton? Sky. Sky. Kein Ton. Das geht Ton. Ah. Dankeschön, Moritz. Aber die anderen auch mal folgen bitte auf YouTube. Kommt. Wir werden doch heute 10 Leute kriegen. Guck mal, da sind jetzt 68 Leute. Wir werden doch 10 Mann mich abonnieren. Das kostet ja nichts. Ihr würdet mir eine Riesenfreude machen für das Wochenende. Hey, komm. Auch wenn man kein Bayern-Fan ist. Montag gehe ich wieder auf Reise, ne, dann geht es wieder los. Dann gibt es wieder ein Lost Place, ein Krankenhaus in die Niederlande. Schon gespannt. Aber warum ist denn der Ton jetzt weg? Das ist ja ein Scheiß. Habt ihr auch keinen Ton bei Sky? Habe ich auch nicht tun. Ah, okay, dann liegt es nicht an mir. Das ist ja ein Driss. Ich kann ja nicht mal was hinkriegen da. Muss man halt selber kommentieren. Also, Jan Sommer hat den Ball. Spielt rechts raus zu Benjamin Pavard. Der spielt wieder zu Jan Sommer zurück. Der wird angegriffen jetzt. Spielt den Ball nach vorne. Abgefangen von Hoffenheim in der Mitte. Serge erkämpft sich den Ball. Josh treibt ihn nach vorne. Thomas Müller hat den Ball, spielt ihn raus über die rechte Seite auf
Sané. Sané verdribbelt sich. Kingsley Coman ist auf der rechten Seite, kriegt den Ball zurück. Dann Joshua Kimmich legt wieder auf Kingsley Coman. Dann ein Chipballversuch, ja, hat aber nicht funktioniert. Bayern immer noch im Ballbesitz. Bist du Dortmund-Fan? Ja. Boah, diese Chip-Dinger, meine Güte. Ist ein wenig spät dran. Ich? Konferenz ist tun da. Ja, ja, schalte mich nicht extra um. Ich will ja Bayern sehen. Ohne Tum ist ja scheiße. Bleib dran, Kummer, Mensch! So, jetzt schnell Mittelfeld. Zack, schneller, Spieler, der Sané läuft doch schon. Oh Mann, ey. Alter Falter. Mann. Mein Ton funktioniert bei Sky. Naja, nicht. Okay. Oh, super, danke dir. Wer hat das gesagt? Herbert, danke. Sie wussten, dass Sie weniger Ballbesitz haben super. Werden am heutigen Nachmittag. Danke, hab's gemacht. Geiger zieht das Ballspiel. Danke, Herbert, super. Auf geht's, Bayern. Die Kurve sinkt im Chor. Aufpassen! Noch ohne Tor nach einem Freistoß. Ja, ist weg. Bleibt so. Der einzige auf der Startelf, der hier schon mal getroffen hat in München beim 1:4. Und hier nochmal das 1:0. Sehr stark. Ja, auch mit der Picke. Einfach mit der Picke. Rutsch durch der Ball. Von Coman und dann auch noch durch die Hosenträger von Olli Baumann. Eine Chance. Der Hoffenheimer Keeper als nächste Distanz und der Ball. Gack. Ah, Moment, was ist das? Anvisiert auch das. Zu präzise. Boah, super, der Lift. Geiger sofort unter Druck, kann sich behaupten gegen Müller. Stille auf Kamaric. Kalajabek. Aber jetzt machen die Bayern schon wieder nichts mehr. Gefühlt das erste Mal, dass Hoffenheim eine längere. Spiel doch direkt den Ball nach vorne, dann ist der Herzstoff frei. Nur ob der jetzt auf der Tor gemacht, wäre auch egal. Ne? Aber da muss ich doch den Ball nicht noch treiben. Ich muss ihn direkt spielen, den Ball. Direkt spielen. Mann. Meine Fresse, echt, ey. Dranbleiben müssen die vor allen Dingen. Weitermachen. 1-0 ist gar nichts. Man kann jetzt nicht in der 25. Minute. Noch 65 Minuten, ey. Angelino. Franke Monat besagt, denn da war eben blau weit und breit. Keiner lang. Gib dir mal eine Karte, der hat sich eben auch schon beschwert. Ja. Schubsen und treten und Trikot ziehen, ja. Kabak. Junge. Denk mal an YouTube gleich in der Halbzeit, ne? Oder Instagram, FC Bayern Michael. In der Startelf, um eben mehr Spielrhythmus zu bekommen.
Schiedsrichter gerade bei uns angekündigt. Okay, ist das ist vermutlich der Dankeschön, Manuel für die Hose. Danke. Und folgen bei YouTube. Komm, ich werde heute 39 kriegen und dann bleib dabei und nicht mal wieder deabonnieren. Mann, Mann, Mann. Sommer, ey. Ach, der Manu sitzt da. Ja, Manuel Neuer ist da, auf dem besten Wege in der Reha wieder zurückzukehren. Auch das hat Thomas Tuchel in der Pressekonferenz nochmals hervorgehoben, wie weit Manuel Neuer schon in seinem Prozess ist. Plus weg. Na YouTube, danke. Für die Vorstellung von Jan Sommer in Manchester. Danke. Überall plus weg machen. Die Geister. Bei TikTok, bei Instagram, FC Bayern Michael bei Instagram, hier auch FC Bayern Michael und bei YouTube Outdoor Fußball Urbex Mischa. Absolut. Komm, haut mal einen raus, Leute. Bitte. Wie gesagt, Montag geht's wieder auf Tour mit meinem Namensvetter Michael. Boah. Dann gibt's wieder ein schönes Video Ende der Woche. Oder am Wochenende dann, ne? Gucken wir mal. Brauchen wir nichts. Die spielen da hinten, ey. Upamecano. Sané und Coman. Und links ist viel Platz. Und Cancelo hilft. Und bekommt den Ball und steht dann gegen Kaderjabek, Cancelo und Brooks. Und wieder mal Pavard. Schau drauf, drauf, rausrücken, rausrücken. Die sind doch in der eigenen Box, Mensch. Auf, da muss man doch einen noch zumachen. Ihr müsst doch da die Räume zumachen, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah. So, da wäre auch 1-0 führen, die Dortmunder führen auch gerade 1-0. Cancelo. Danke, lässt ihn über die Klinge springen. Freistoß Bayern. Gibt immer eine Karte. Dieser eher überschaubaren ersten. Nein. Hebst du denn noch mit dem Knie aus? Also, dass man da nicht dann akzeptieren kann, dass man gefoult worden ist. Die Bayern tun sich heute schwer, das Passtempo, die Passfrequenz hochzuhalten, um eben. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir 2-0 nachlegen, darf er das heute gewinnen, ne? Weil die machen heute keinen Fehler mehr, die Dortmunder jetzt. 3-2-Situationen oder 2-1-Situationen, da kommen sie noch nicht so richtig auf den Flügel. Das, was sich Thomas Tuchel heute mal wünscht. Ja, aber gut, sind wir zu dem Gegenspieler. So, jetzt Ecke 2-0 vor der Halbzeit. Das wäre doch gelacht. 6-5 oder 1-0 für die Bayern. Ah. Gut, Thomas. Immerhin. Gut, 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 gut. Eine Chance, die man erwähnen gut. muss. Gut. Wo guckst du? Bei mir zu Hause. Auf Sky. Anders geht ja nicht. Also denk mal dran. Auf YouTube gleich eine Halbzeit mal, ne? 15 Minuten noch. Werde ich euch gleich nochmal sagen, die Seite. Ich finde man aber auch hier auf TikTok. Das ist das Zeichen von YouTube, dann da mal einfach ein Abo lassen. Oder wie gesagt, hier ein Muss weg. Der Weg gegen Bebo, ja, gestoppt. Und dann steht Goretzka goldrichtig. Der Baumgartner war schon durchgestattet. Kimmich. Folgen Sie mir auf YouTube.
YouTube, Outdoor, Fußball, Urbex-Mischter. Danke, Ole. Vom Hocker reißt. Hoffenheim bringt das Spiel mit rein. Noch so ein bisschen an der Schwere der Herausforderung. Traut sich noch nicht so richtig, ist nicht mutig genug in seinen Aktionen, nicht klar genug. Nochmal raus, schneller, schneller raus, Jungs. Ja, scheiße gespielt, echt. Komm, ich kann nicht 10 Meter am Ball spielen, ey. Dann immer zum Gegner. Immer zum Gegner. Boah. Auch das, ein Ball, der in dieses Bild der ersten 32 Minuten passt. Ziemlich zerfahren, viele Abspielfehler. Das haben wir die ganze Zeit schon. So, kommt Leute, kommt Leute. Tor für Leipzig. Cancelo, super Annach. Technisch perfekt vor Portugiesen. Das ist mir schon wieder zu läppisch, Mensch, mit diesem Eingefühl. Guck mal, da bewegt sich gar keiner. Die spielen den Ball wie beim Training. Da geht es beim Training geht es mehr ab als jetzt bei dem Spiel, ey. Verstehe ich nicht. Wenn du so ein Training siehst, da wird gegrätscht und gekämpft und gemacht und getan. Und jetzt hier machen sie. Mit Einzelführung machen sie wieder Larifari und spielen wieder da hinten rum. Keine Meter machst du da durch und alles sowas. Du bist ja wieder beim Torwart. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe das echt nicht. Ja, auf dem Mann die Ball 2-0, aber wie denn? Die kommen ja nicht nach vorne. Das ist ja keine. Wie gesagt, hätten die jetzt nicht da durch den Torschuss von Komorda das Tor gemacht von Benji. Also dieser Leistung sehe ich ganz schwarz gegen City am Mittwoch. Muss doch jetzt schon mal die Spielfreude holen und so gegen so eine Mannschaft. Ne? Ist rechts draußen. Coman bricht ab. Nochmal Coman. Dann ist der Ball weg. Und das Registrieren auch. Einfach nur spielen. Einfach nur spielen. Im Spielaufbau auf 10 Meter. Ein leichter Ball. Das Festival. Das ist aber nur hinten rum, bitte. Gnabry. Ball zu scharf für Müller. Für Thomas Müller, wie er diesen scharfen Ball von Pavard dann auch noch irgendwie runterzieht. Und dann bekommt er sofort Gegnerdruck. Ja, Hand ist dran. Junge. Ja, war ja ein aggressiver Spiel auf jeden Fall. Eine Situation, über die man diskutieren müsste. 3-1, Red Bull. Ja, war der erste. Diesmal Kabak. Sané auf Gnabry. Der war gut. Hey, der war gut, Serge. Muss ich entschuldigen, das muss man mal machen. Weitschuss. Gnabry in der 36. Dazwischen. Das 1-0 in der 70. Das muss man sich nicht entschuldigen, das können wir mal machen. Das war ja ganz knapp. Hätte er nichts gehalten. Der FC Bayern noch nicht im Strafraum der Hoffenheimer legen. Genau, drauf, immer weiter.
durch. Nur froh sein, dass Hoffenheim so schwach ist. Die Bayern machen ja noch weniger. Aber von der Spielidee der Hoffenheimer kann der Žabek da rechts rausziehen, mit einzubinden mit den langen Bällen. Ist bislang nichts geworden, denn der Tscheche ist in der Rückwärtsbewegung gefordert. Entweder gegen Cancelo, wieder Fehler des Portugiesen, oder gegen Coman. Jetzt Kramaric für die Hoffenheimer, geblockt von Cancelo. Kader Žabek, dauert zu lange. Der Tscheche schiebt die Verantwortung weiter und dann lassen sie Kramaric da hinten im Eck alleine. Und schon wieder ist der Ball weg. Spiel den Ball doch raus. Und in diesem Spieltempo wirst du dem FC Bayern eben nicht beikommen können. Mensch, was ist denn los, ey? Was ist denn los, Kim? Junge, Junge, Junge. Ich bin in der 37-30. Jetzt bin ich in der, gleich in der, ich sag's euch, 10 Sekunden, eine Minute schneller. Ich bin jetzt in der 38. Minute. Auch da bekommt er keine Hilfe, wird dann abgelaufen von zwei Mann. 2-0 BVB, ja. Schon wieder der Malen. Nee, der ist für Haller, ne? Wir müssen auch die zweite machen. Ich sag, nein, das weiter, immer weiter. Ich bin schon 39. Okay. Ich bin jetzt 38-30. Foul! Kramaric. Bebo. Geschwindigkeit von Bebu bekommen sie überhaupt nicht eingesetzt. Jetzt mal nach langer Zeit. Wieder Lenkmann ist der zweite für die Gäste. Abspielfehler und dann kommt der Vorsatz. Nico Morda den Schuss gemacht hat und der mit dem Pick, glaube ich, so kann man auch Tore machen. Ja. Angelino. So, jetzt Angelino zum zweiten. Nochmal Kimmich. Entweder da, noch ohne der BH. Ja, schon zweimal. Ja, ich weiß. Wir müssen mal langsam einen nachlegen. Jetzt nicht jetzt noch 45 Minuten. Hoffen, dass es so. Eine Torwahrscheinlichkeit von 0,0. Aber die Mannschaft ist doch super, aber irgendwie passt das nicht mit dem Pass. Kein Tor erzielen. Groß an die Offensive. Kimmich. Cancelo. Platz ist da und Kovac klärt vor Müller. Ja. Das stimmt. So, jetzt bereit machen zum Jubel. Wurde Halbzeit noch 2-0, wäre perfekt. Kramaric gegen Cancelo, sauber und fair, immerhin ein Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte, Aussicht der Hoffenheimer, weil Baumann das Ding lang schlägt, sofort schlägt. Für Applaus bekommt. Junge, 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 Junge.
geht durch die Arena bei der Aktion von Jan Sommer. Bei Koguma. Und schon wieder der nächste Fehlpass, auch wenn er endlich erkennt hat, der Hoffenheimer. Super Meccano wieder scheiße, ey. Und dann so tu den doch mal raus, Mensch. Wie auch hier, Schneider von zwei Mann angegangen. Gnabry. Es wird nicht besser. Junge, Junge, Junge. Gnabry raus, Dell rein. Cancelo auf die rechte Seite, Pavard Innenverteidiger mit links, Fonsi rein. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. Jetzt mal. Goretzka sofort im Gegenpressing gegen Geiger und dann. Ach doch nicht so hektisch, alle Leute. Ist der Gedanke, der Ball von Müller zu schnell für Gnabry. Und so plätschert die Partie einfach vor sich hin. Schon minutenlang, zwei Minuten noch bis zur Pause. Da muss man doch jetzt direkt wechseln, frische Leute reinbringen, die wollen vielleicht. Ich verstehe das nicht. Für den Kroaten, um den Ball zu spielen. Und den Platz haben. Ballsicherung und Baumgartner. Technischer Fehler, Ball ist weg. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr großartig zu kommentieren. Junge, 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 Junge. Angriff teilen. Stets 1-0 Bayern. Nur 1-0 Bayern. Geh raus, schneller! Meine Güte, echt schneller. Und eine Minute Nachspielzeit mir eben bestimmt. Sané weggeblockt, jetzt ist, meine ich, Geiger liegen geblieben nach dem Duell mit Sané, Kaderzadek, ja. Kramaric, in den Rücken des Tschechen, der kommt natürlich unter Druck. Ja, was denn jetzt? Achso. Und Bastian Dackert stellt okay. Sich. So, Halbzeit ist 1-0, führt der FC Bayern München gegen Hoffenheim und jetzt geht's zur Halbzeitanalyse. So, Halbzeit ist, die Bayern führen 1-0 und ja, durch Benjamin Pavard, was soll man sagen, es hat sich nicht viel geändert, ein bisschen mehr, gut, die Mannschaft ist auch schwächer als City, da passiert gar nichts, Hoffenheim steht mit der Fünferkette hinten, davor dann auch nochmal zwei, drei Mann, ne? Also die mauern da richtig schön, den Bayern fällt auch nichts ein. Wenn die vorne sind, dann wird wieder zurückgespielt. Am Anfang ging es nur über die Mitte, dann wieder zurück. Ne? Also fürchterlich. Also, und die Passquote, da kommt ja nichts an. Upamecano auch schon wieder ein paar Fehler gemacht. Ich verstehe das nicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel komplett wechseln. Und wenn ich jetzt alle fünf wechsle, dann wechsle ich alle fünf. Dann steht es aber nach 10 Minuten 3-0. Und wenn sich dann einer verletzt, dann spielen wir halt mit 10 Minuten. Mit 10 Mann die letzten paar Minuten. Ne? Also Upamecano raus. Pavard rückt in die Innenverteidigung, Cancelo auf die rechte Seite, Fonsi vorne rein. Und dann würde ich dann den Serge raus tun, Tell rein tun. Ne? Und dann vielleicht noch, ja, ich weiß nicht, Coman, naja, aber ne, Musiala wäre jetzt gut. Ne? Ein Flinker, ne? Aber der macht auch zu viel. 3, 4, 5, Mann, da bringt nichts. Einer, ja, zwei, dann spielen. Ne? Bup, bup, immer am besten zweimal. Annehmen, spielen, bup, bup. Ne? Tiki-Taka ist nicht verkehrt, als wenn man zu viel läuft und vertändelt dann den Ball. Also, Bayern, nicht großes Aufbäumen, man führt zwar 1-0, man ist dann wieder zurückgefallen und hat dann wieder Larifari gemacht, beim Einwurf bewegt sich keiner oder so, man muss doch nur mit drei Mann in der Ecke aufmachen.
Ne? Nicht der den Ball hat, muss anzeigen, wo gespielt wird und dass ich bereit laufen, die ohne Ball müssen laufen, dass der den mit dem Ball hat, immer bam, einen anspielen kann. Am besten Dreieck bilden immer. Dass du zwei Möglichkeiten hast, da oder da oder da. Immer so bup, 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 bup. Fußball ist ganz einfach, das muss nicht so schwer gemacht werden. So, jetzt hoffen wir mal, weil die Dortmunder führen auch schon 2-0. 1-0 ist gar nichts, du musst schon 2-0 führen. Ne? Dann kriegst du einen rein, dann bist du wieder am Zittern. Oder bei 1-0 nur, kriegst du 1-1 und dann stehst du schon wieder da. Ne? Dann lachen sie uns alle wieder aus. Also heute muss man nicht verlieren. Heute muss man auch kein Tor kriegen. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's zur Halbzeit 2. So, Kamera läuft. Kamera läuft. Action. Erlebt. Da steht es, da ist nur ein 1-0. Heute zählt nur das Ergebnis gegen einen Gegner, der heute bislang zumindest zu schwach. Daher kommt die Fehlpassquote besonders hoch bei den Hoffenheimern, allerdings auch hoch, bei den Bayern. Unüblich hoch bei den Bayern. 1-0 der Halbzeitstand, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen. Also zu so, auf geht's, zweite Halbzeit, auf geht's, Wurm. Von links nach rechts, es gibt personell auf beiden Seiten. Weiter geht's, genau. Zur Pause. Spielt doch da hinten in der Box nicht rum. Cancelo, Ball verlost, Kramaric. So, und dann stolpert Kramaric über seine eigenen Füße. Schneller! Und Cancelo ist schon unterwegs. Und schneller! So, und jetzt mal in die Box drin. Jetzt mal mit Tempo auf die Kette, komm an! Jawohl, das ist doch mal wieder ein Abschluss. Da muss Micke gehen. Abschluss, bam, bam, bam! Mann, das wäre jetzt die richtige Antwort gewesen. Ach. Eine Minute. Wieger jetzt. Wieger, da muss schneller gehen. Mann, oh Mann, oh Mann. Dauert alle viel zu lange. Du müsst dich doch da aus dem Stadion schießen. Da muss doch Spielfreude kommen langsam. Mir ist an mir. Mensch, Leute. Wenn die so viel mir ist an mir hätten, wie wir, uns ist der Verein nicht egal. Das, aber die meisten ist das egal. Du hast 4-5 Spieler, die das mir sagen, hier in sich haben, die immer gewinnen wollen und. Und die anderen sagen, ja, wir führen jetzt 1-0, ja, gewinnen wir vielleicht, oder mal unentschieden und so. Meine Fresse, bist du aus dem Pokal ausgeschieden? Und die Champions League läuft auch nicht so gut. Also sollte man sich doch auf die Meisterschaft konzentrieren und da Vollgas geben, sonst hast du wirklich nichts am Ende der Saison, nichts zu feiern. Was nicht schlimm wäre, nach 10 Jahren Folge deutscher Meister, aber warum sollte man das nicht? Meister musst du werden. Meister muss der FC Bayern immer werden. Ne? Meister und Pokalsieger eigentlich. Champions League, gut. Musst du was Glück haben. Gespielt, gleich in den Rücken von Sané, der das Tempo da nicht mitnehmen konnte. Es sind eben Unzulänglichkeiten, die sich häufen im Spiel der Bayern, die das Ganze dann eben nicht flüssig genug gestalten. Nee, das ist so abgehackt, ey. Da kommt nichts auf die Kette, kriegen die. Da überläuft auch keiner oder irgendwas. Ich verstehe das nicht. Dass man da nicht. Müller bleibt gezogen von Akpoguma. Hat gesagt, nein, reicht nicht. Ja, Trikot ziehen ist faul, verstehe ich nicht. Also, die Schiedsrichter sind auch immer schlechter geworden. Die Schiedsrichter von früher, die konnten den Wolli nicht machen. Drauf da! Drauf, schneller drauf, schneller drauf. Jawohl. Aber die Licht aufmerksam. Junge. Kramaric. Kaderzabek. Drauf da! Guck mal, wenn der einen Platz hat da, Mensch, verstehe ich nicht. Geiger. Jungs, was ist denn los, ey? Flanke aus dem Halbfeld. Sané. Jawohl. Und umschalten, aber da kommt ja keiner mit. Was will er denn jetzt hier fünfmal machen? Gegen Brooks, Gnabry. Jetzt kommt Sané. Ja, das war gut. Aber das dauert zu lange. Da schaltet sich ja keiner mit ein. Da werden die langsamer gucken, wer den Ball hat. Ja, mach du mal. Mach du mal gegen fünf. Ich sprinte nicht hinterher. Warum? Schon ein
Dann mache ich doch mein Trikot nass und meine Frisur nass. Die liegt doch gerade so gut. Wollt ihr mich verarschen jetzt oder was? Also jetzt werde ich aber langsam echt sauer. Das hat nichts damit zu tun, dass das 1-0 steht, aber man kann doch jetzt mal auf eine 2-0 gehen. Und mal wollen. Wie gesagt, 1-0 ist super, wenn das über die Zeit bringt, aber man muss doch nicht jedes Spiel, wir spielen gegen Hoffenheim, wir spielen gegen Abstieg. Und du willst Meister werden. Da musst du aber was tun. Und nicht nur in einem Spiel oder in 10 Spielen oder in 20, nee. 34 Spieltage gibt es. Also musst du 34 Spieltage Vollgas geben. Und besonders zu Hause. Du musst alle Spiele zu Hause gewinnen. Das ist doch schon wieder nichts, was der da macht. Das ist eine Frechheit, Sandy. Der uns stoppt nicht einfach ab. Das war auch schon wieder scheiße. Nimm den Upamecano jetzt raus, Mensch. Der kostet uns nachher noch den Sieg. Nimm den doch raus, Mensch. Der ist doch schon wieder neben der Musik heute. Nimm den raus, Mann. Und ich würde den auch nicht gegen City bringen. Nee. Nicht gegen City. So wie ich gesagt habe, Cancelo rechts, De Ligt und Pavard Innenverteidigung, Fonsi über die linke Seite. Feier. Pause geben. Pause geben. Aus in Betracht kommt für 20, 30 Minuten auch ein Jamal Musiala, Sommer getroffen, Foulspiel, Bayern Keeper. Rechne auch noch mit Davis. Da gibt es ja keine gelbe Karte. Hat er bestimmt in der Kabine verletzt, der Schiri. Oder zu Hause. Hat er bestimmt zu Hause auch Geldstrafe und Choupo-Moting, auf den man hofft. Gegen Manchester City im Rückspiel. Kramaric gegen Sommer, die beiden 27er. Solange Jan Sommer behandelt wird, können wir uns auch noch einen Blick auf die Hoffenheimer. Junge. Zeig mal den. Bischof eingewechselt worden gegen Schalke, auch Sebastian Rudi gekommen. Kasper Dolberg wäre eine Möglichkeit, ist allerdings eher ein Strafraumspieler. Score ja, so für die Seite. So, Sommer steht wieder. So, jetzt ist ja Pause. Guck mal, Outdoor-Fußball-Arbeitsmischer. Warm halten müssen. Giovanni, mit wem telefonierst du? Rufst du mich an, Giovanni Elba? Outdoor-Fußball-Arbeitsmischer, genau. Wenn wir da langsam mal auf ein paar draufkommen. Genau nach vorne, das Ding. Hier, spielen! Sané! Verstehe ich nicht. Das ist zu einfach von Leroy Sané. Ja, das ist zu läppisch. Also. Da wartet er, bis dann eben Brooks im Block steht. Geiger. Da, guck mal, zwei Mann. Alter. Wollen die mich verarschen? Ausgezogen aus der Kette. Kramaric. Auch wieder Zulage bei den Hoffenheimern, bis sie endlich im letzten Spielviertel sind. Weiter, immer weiter, FCB. Ist der Zweite jetzt, Mann, ey. Spielen gegen Hoffenheim, nicht gegen. Fürchterlich. Wenn wir City dazu sieht, die lassen die zweite Mannschaft spielen am Mittwoch. Solange die Bayern das Zweite nicht nachlegen gegen diesen schwachen Gegner, solange befinden sie sich auf dünnem Eis mit diesem 1-0. Ja,
Voll läppsch. Ein Schuss von Sané, fast schon wieder Ansage für Koguma. Das Herz muss raus, Lotten. Tuche, wechsel jetzt mal. Bist du genau wie der Nagelsmann, ey. Meine Fresse, haben wir jetzt so lange wartet da. Das muss man doch sehen. Aber hoffen die, dass die Leute dann noch irgendwie anders werden, oder was? Und der erste Abschluss der Hoffenheimer, auch wenn er nicht aufs Tor kommt. Pavel Kaderschabek ist Junge, das sehe ich doch. Die erste Halbzeit ist nichts. Der ist nichts, der ist nichts, der ist nichts. Raus, dreimal wechseln direkt. Wie gesagt, wenn du nachher 2-3-0 führst und du hast 80 Minuten, dann musst du halt, und verlässt sich einer, musst du halt mit einem Mann weniger spielen. Dann ist das halt so. Aber ich kann doch nicht wieder warten, bis ich bettel doch schon wieder um das beschissene Gegentor, ey. Meine Fresse, echt, ey. Hoch da! Soviel zum Thema dünnes Eis. Ja. Guck mal, der Serge, der ist nur hinterher. Verstehe ich nicht, ich verstehe das nicht. Und die sind viel zu weit weg von den Leuten. Viel zu weit weg. Sommer und Stiller. Was ist auch das denn? Hier sicherlich überrascht und trotzdem, der Ball muss aufs Tor kommen. War noch abgefälscht, Sommer ist draußen, allerdings direkt auf Stiller gefaustet. Immer nach außen, nicht in die Mitte. Hier kommt der Postwinden um. Erste Hoffenheimer Lebenszeichen in der Offensive. In dieser Partie. Ah, jetzt sind wir schon wieder hinten. Wir waren an der Mittellinie, jetzt hat der Sommer den Ball wieder. Ey, wollen die mich verarschen? Ey, spielt doch mal nach vorne. Was nützt das denn, wenn du Ballbesitz hast und du führst nur 1-0? Also ich verstehe das nicht. Mensch, früher beim Heinkes, ey. Bäm, 1-0, 2-0, da wollten die 3-0 mal 4-0 oder 5-0. Meine Güte. Cancelo. Kimmich. Entscheidet sich für den Pass. Verstehe ich nicht. Warum schießt denn da keiner mal aus? Opa muss raus, ja, nee, ist dann auch nicht. Die müssen das so machen, ihr Papa in die Innenverteidigung und Fonzi auf die linke Seite, Cancelo auf die rechte Seite. So. Dann Tell rein vorne für Goretzka siehst du auch nicht. So viel kannst du ja nicht wechseln. So oft darfst du ja nicht wechseln. Wie viel du wechseln müsstest. Der Müller mit seinem, der läuft wenigstens. Getroffen. Das verstehe ich auch nicht. Der zweikampfstärkste Münchner war. Boah. In der ersten Hälfte kommt hier klar einen Schritt zu spät. Ja, dieselben Schuhe. Und geht dann deftig fast in die Beine vom Baumgartner. Und damit fehlt der Franzose am kommenden Wochenende, am Samstag, beim wichtigen Auswärtsspiel in Mainz. Ja, könnte ja. Dreifach Wechsel, bahnt sich an. Ja. Also die drei, die ich selbst erwartet habe. Mit Davis, mit Till und mit Jamal Musiala. So wechselt jetzt. Fugatur zählt nicht, ja gut. Immer so einfach. Zap, zap, zap. Hatten Sie meine 3 gegen 2 Sekunden? So einfach. Bob, haben die Bayern ausgespielt. Nur Doppelpass. Nur ganz einfach und Doppelpass. So, an der Kampfverstück. Leute, auf YouTube. Ja, danke. Wieder kurz gespielt. Ablage auf Angelino. Mann, ich schlage ihn nach vorne, Sergio. Den Hoffenheimern. Aber die müssen doch jetzt mal rausrücken, die bleiben ja hinten stehen. Verstehe ich nicht. Dann können die doch wieder das Spiel eröffnen. Also, was für eine Taktik machen die denn? Mauern wir hinten drin bei einer Ecke und bleiben da stehen. Wobei Upamecano und Bebo. 16. Bebo gegen Upamecano. Und Baumgartner verlängert und Kabak. Die machen die so stark, ich verstehe das nicht. Ich kann es wieder nicht verstehen. Verstehe ich nicht, ich verstehe es einfach nicht. Auch
Goretzka, Feierabend. Ja, du hast jetzt die Klasse auch nicht mehr gesehen. Musiala und Kingsley Coman. Wird ab jetzt auch noch geschont für das City-Spiel. Was heißt denn geschont? Wir führen nur 1-0. Davis. Ich verarschen, du musst jetzt erstmal gucken, dass du das Spiel gewinnst, dass du noch ein bisschen nicht überall rein raus bist. Alter. Junge, 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 Junge. Jetzt hat er ja die zwei Außenstürmer komplett. Außen schon weggetan. Aber wer soll jetzt die Tore machen? So, einmal mehr die Bestätigung. Ja. Dass die Arena heute gegen Hoffenheim mal wieder ausverkauft ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Finn Ole Becker bei den Hoffenheimern. Drauf, Mensch! Also der ist ja schwer. Warum hat man den draufgelassen? Das verstehe ich nicht. Angelino, guter Ball, Baumgartner. Schieß da den Ball raus, Mensch! Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hab einen Puls von 300, ey. Verstehe ich nicht. Also sowas. Der läuft ja auf unser Tor zu, anstatt den Ball wegzuknallen. Hoch und weit bringt Sicherheit, Mensch. Die machen die jetzt so stark wieder. Ich verstehe das nicht. Davis auf dem linken Außenverteidiger. Ja, leichter Fehler beim Kanadier. Spiele. Auf die 8 neben Kimmich. Fell auf die 9. Gnabry kommt über rechts. Junge, 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 Junge. Musiala über links. Müller bleibt auf der 10er Position. Ja, doch. Rund um Tell. Warum? Ja. Natürlich schneller. Geht's für ihn, kommt Finn Ole Becker. Neuzugang aus St. Pauli. Zu Saisonbeginn. Nee, er hat auch nicht verstanden, dass er auf einem 1-0 zurückliegt. Kabak geht runter. Ich weiß nicht, ob es sich hier um eine Verletzung handelt. Steven Nsoki also jetzt in der Dreierkette. Christina, ja, hoffen wir mal. Gut, Müller. Links neben Brooks, Akpoguma geht rüber, rechts neben Brooks. So, okay. Es ist schon wieder alles nichts. Zumachen da, genau. Das Franzosen. Ja, genau, unter Druck setzen, haben wir Einwurf. Und schneller jetzt. Mann, ey. Da musst du doch nur unter Druck setzen, ey. Guck mal, was die nervös werden dann. Ja, Einwurf, Baba, super. Das passiert auf, dann wird er noch rot, kriegst gleich. Der ist so ambitioniert. Meine Fresse, echt, ey. Das finde ich so scheiße. Kriegst du den doch sowieso zurück, dann knallen doch direkt weg. Ganz rechts. Boah, Gnabry, kannst du nicht mal einen Pass über 20 Meter? Nee, das kann ich heute mit 51 Jahren, mache ich hier noch einen Pass über 20 Meter. Meine Güte, echt, ey. Junge, 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 komm, Kramaric. Baba, 1 gegen 2. Im Strafraum. Ich glaube, der wird den Ball spielen. Komm, Post wendet um. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Musiala. Treiben, treiben. Du musst raus, Tell. Musiala für Tell. Tell gegen Akpoguma. Clever gemacht, aber ich denke, da war der Hoffenheimer zuletzt. Ecke. Ja, und es geht Eckball. Ecke, ja, ja. Gut. Hier geht Akpoguma runter und wird dann erwischt. Ja, ja, und rutscht dann mit Ball in
könnte die Torauswählung. Und jetzt machen wir 2-0 und da ist der Drapsi lutscht, ey. Meine Fresse, ey. Weiter, immer weiter. So, jetzt. Oh! Ziemlich kurzer Pass. Gnabry. Ja, da lacht er jetzt auch noch drin. Ist ja nicht mittig gestellt, Gnabry. Hand! Hand! Handspiel! Leute! Der hat ja an die Hand geköpft. BVB-Sicherheitsschuhe. So ein Scheiß sich angucken, ey. Zahl da Geld für, da muss man nicht so einen Kack da zeigen. Du kriegst die Schuhe weg. Aus dieser Drucksituation auf Hoffenheimer Seite und. Aber da war doch Handspiel. Mittelfeld, Müller rüber, auf, Musiala. Den hat Reiber gebrochen. Kimmich, Cancelo, einen strammen Schuss. Ja. Ecke. Aber war doch vorher, köpfte den doch an die Hand. Und warum nicht? Zeigen sie jetzt nicht mehr, ne? Jetzt auch schon 15 Minuten gedauert. Seit dem letzten Bayern-Abschuss. Ich verstehe das nicht. Ich bin gegen Hoffenheim. Die sind im Spiel und im Abstieg, ey. Ein Tor ist dann erzielt. Joao Cancelo. Inklusive Vorlage bei 5-3 gegen Augsburg. Und jetzt Marit. Marit. Matthijs. Matthijs. Der Licht. Kommt. Komm aber nicht nach oben stellen, wir ist doch zu weit. Komm raus, der Müller, Mann, ey. Jungens, 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 Jungens. Das nützt mir nichts, wenn ihr 85% Ballbesitz habt. Die Hoffenheimer rücken wieder raus gegen den Ball. Kadajabe kümmert sich um Davies. Gefährlich, der Ball auf Upamecano. Holt ihn sich wieder gegen Kramaric, Musiala. Spielen! Mitmachen, jetzt überlauf ihn doch! Davies, Stel, Müller, Verlagerung auf Gnabry. Ah, oh Mann, ey. Läuft, aber läuft, es wird besser. Kombinations... besser. Aber der Abschluss, immer der Abschluss. Zack, der Müller, guck mal, cool. Aber er hätte jetzt nicht direkt, jetzt hätte es noch einen Haken gemacht. Jetzt hätte es noch einen Haken machen müssen, Junge. Aus. Weiter, weiter jetzt, Jungs, weiter. Mensch, wir müssen doch an die Wand spielen heute, dass ihr Selbstbewusstsein kriegt für Mittwoch, ey. Nein, ich bin jetzt wieder fix und fertig, ey. Auf geht's, Bayern, schießt ein Tor, schießt ein Tor, schießt ein Tor. Weiter, treibt den Ball doch, es kommt doch keiner, treib ihn doch. Cancelo. Nee, ich spiele hier rüber. Gewinnt das Duell, Kramaric. Jetzt ist Pavard liegen geblieben. Die Aufnahme spielen Zweiter über Kramaric, über Geiger und Geiger und dann behindern sie sich gegenseitig. Kader Schabek. Alter, hoch da jetzt! Mach doch mal mit jetzt! In diesem Spiel immer noch Kramaric. Jetzt hat das Vorspiel gepfiffen. Unmut kommt auf, weil die Hoffenheimer den Ball nicht rausspielen. Pavard liegt in der gegnerischen Hälfte. Nach dem Kopfball gegen Baumgartner. Foul nicht erkennbar. Läuft gegen die Wand. Tut natürlich weh. Von hinten kommt auch noch Upamecano. Junge, 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 Junge. Super Bayern, Super Bayern, hey! Hey! Super Bayern, Super Bayern! Gegen zwei. Hä? Kramaric dann clever. Der kurze Zupfer. Das ist auch scheiße, das sind jetzt 18 Meter. Wird zur Vorlage.
für die Hoffenheimer für diesen Freistoß. 18 Meter, meine Güte, das ist wieder, verstehe ich nicht, dass man den Ball nicht einfach wegpöllen kann. Warum kann man den Ball nicht einfach mal nach vorne schlagen? Dann müssen die wieder kommen, dann kann man wieder von hinten aufbauen und alles so. Jetzt haben wir aber 18 Meter, haben wir jetzt einen Freistoß. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Wenn die jetzt reinmachen, dann könnte ich wieder gescheitert werden. Und dann hat er noch ein bisschen weit zurückgelegt. Trotzdem ist das eine scheiß Situation. Das ist echt ein Driss. So, Bayern, jetzt sperre ich dich für die ganze Zeit. Der Basti, Jäger oder was weiß ich. Und somit weiter, 0 Tore nach Freistößen. Da bin ich ja schon raus. Für die TSG in der laufenden Saison. Zwei Anwärter gibt's mit Kramaric oder Angelino mit links. Am besten zwei Nordtabellenführer, aber der ist schon weg, hab schon gesperrt. Er ist immer noch Tabellenführer, aber Mann, nur mal zwei Punkte vor, ist er schon besser als... Angelino überlässt für André Kramaric, der Ball ist gut und der Ball ist perfekt und hoffentlich... Verstehe ich nicht. Ja, weil man nicht Gas gibt, weil man kein Gas gibt. 71. Ja. Minute zum 1. Und den hätte der Neue auch gehalten. Verstehe ich nicht. Das ist aber Schmeine. Ne? Du führst 1-0, machst aber nicht so ein luftiges... Meine Fresse, dann kriegst du doch so ein dummes Foul, als wenn man den Ball nach vorne pöllt, muss man da nicht den, muss man sich nur vor den Schießenden stellen. Dann muss man auch keinen Foul da machen. Saisontor Nummer 6, perfekt getreten, ran an den Innenpfosten. Sommer ist dran, aber eben nicht entscheidend. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Und jetzt gehen die Diskussionen vermutlich wieder los. Ja. Verstehe ich nicht. Jetzt hast du 20 Minuten Zeit, für da was zu machen, aber da passiert ja nichts. Da ist kein Aufbäumen, nichts. Und jetzt hat sie auch noch die zwei Außen rausgenommen. Das, wird das komplett egal sein. Sie haben sich nach der... Doppel Meccano hätte rausgemusst. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich weiß gar nicht, was das soll, dass der ihn da reintut. Also Doppel, das kannst du dir ankreuzen, wenn er heute nicht gewinnt. Weißt du, weil du verlierst heute nicht. Sind auch gefährlich. In Strafraumsituationen gekommen. Junge, ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, sag mal dran, dann löst uns leider nichts. Junge, ich könnte kotzen wieder, ey. Dass man da, wenn man da nicht hat, wie sonst immer, wie früher, dass man auf der 2-0 geht und der 3-0 versucht zu machen. Ne? Ja, jetzt mal spielen sie Larifari, da kriegt doch keiner was auf die Reihe. Die betteln echt dermaßen so. Jetzt umschalten, schneller! Musiala auch noch nichts gesehen, außer sich fest hier ran. Fonzi. Schneller. Guck mal, wie schnell die wieder zurück. Spiel doch links. So, jetzt schneller. Jetzt muss einer laufen und eine Ecke machen. Meine Fresse, echt, ey. Auf der Ecke eben. Da trage ich nicht zur Ecke so hin, sondern da mache ich das mal, dass ich mal nicht nur 1-0 mache, sondern 2-0. Junge. Über alle hinweg, Kimmich Ecke. Musiala. Ja! Und einmal mehr ist es Benjamin Baba! Jetzt kommt gleich wieder der Videobeweis. Köln wieder, pass auf. Aus nächster Distanz. Bam. Aber du kannst dich ja noch nicht freuen, weißt du nicht, kommt der Videoreferee, nicht? Der Weltmeister wird zum Torjäger. Wo ist er denn jetzt? Eine Ecke, die unbrauchbar war von... Nee. Joshua Kimmich. Nee. Es ist kein Abseits, zumindest beim Abspiel. Was ist aber beim Abspiel? Von Musiala. Die Frage ist, den Licht verlängert das Ganze und das muss geprüft werden. Ja. Ja, und wird geprüft und ist dann letztendlich eine Abseitsposition. Ja. Weil eben die Licht dran war. Hey, Gummio, da war wieder klar. Tor, alles wieder zurückgestellt auf 1-1.
Schon wieder. Und dann lassen wir gleich 2 Minuten nachspielen, ey. Ja, da musst du erstmal warten. Früher wäre das Tor gewesen, da war er dazu, ne? So, manchmal ist es gut mit Videobeweis, auch viel für uns, aber. Ja. Mann. Auf das wir fast 55, 60 Minuten. Ja, aber abseits. Warten mussten. So, wir schauen noch mal. Bei dieser Ballabgabe, ja. Nein, aber bei dieser wird dann eben Benjamin Baba aktiv und steht klar im Abseits. Ja, jetzt haben wir noch 1/4 Stunde. Aber der muss doch jetzt mal, weiß ich wie lange, nachspielen lassen. 1/4 Stunde nur noch. Die ganze Zeit haben die nur einen. Meine Fresse, ey. Ich könnte echt Dildorf schreien, ey. Alter Falter. Es gibt kein wichtigeres Spiel als das, was ansteht. Das war nochmal der eindringliche Hinweis von Thomas Tuchel, dass man Manchester City eben beiseite schiebt. Du mach doch weiter, hör doch auf zu diskutieren. Macht doch jetzt Wigger, ey. Hat er 2 Minuten gebraucht, ist der da? Ich verstehe das nicht. Hoffenheim steht an. Der Fokus gilt es, jetzt auf der Bundesliga zu bleiben. Verstehe ich nicht. Eventuell mit den Dortmundern. Verstehe ich nicht. Wir sind zwar immer noch Tabellenführer, aber da kommt der Mann doch keine mit. Auch die Neuen reingekommen sind nicht. Junge. Ich könnte platzen. Spannung in der Liga, das ist scheiße, ist das. Genießt das mal, weil nächstes Jahr ist wieder. Tell siehst du auch nicht. Nur eine Spitze, Hacke 1, 2, 3. Das ist nichts. Die Bayern müssen 5, 6 Leute verkaufen. Und dann ist schon wieder einer. Das, wenn da gleich nicht 10 Minuten nachgespielt wird, ey. Wieder einer, ja, für die ist das unentschieden ja Gold wert, ey. Immer aufpassen, wer rauskommt. Pellegrino, Matarazzo. Mensch, da muss er jetzt auch beim Kommen, du musst doch das Spiel zu Hause gewinnen, ey. Meine Fresse, ey. Es fehlt aber auch nichts, es kommt sie mehr, nichts. Kommt nichts. Fokus auf die Inhalte und den Plan, was zu tun ist, den Druck weggenommen hat in einer schwierigen Phase. Mensch, der Serge, ey, warum kann man den Serge nicht rausnehmen? Serge, ist doch wohl gelungen in der Pause. Tell, gute Eingabe. Cancelo. Ja, und Brooks geht auf Nummer sicher. Mann, ey. Da muss aber schnelleres kommen, da muss doch. Du musst heute unbedingt gewinnen, ey. Muss jetzt 2-1 machen, 3-1 dann ist Feierabend. Das sind aber auch Ecken, da kommt ja keine Ecke richtig an. Kommt keine Ecke richtig an. David. Musiala. Echt, das ist fürchterlich. Zeigt sich jetzt. Ja, wo denn? Cancelo. Das ist hier nichts. Die stehen mit allem an hinten in an meine Fresse. Alter. Das bringt uns doch nichts, wenn ihr hinten rumspielt. Mach doch mal was schneller jetzt. Das nützt uns doch nichts, wenn ihr den Ballbesitz habt und es steht 1-1, Leute. Wisst ihr nicht, was ihr da machen müsst? Was läuft denn der Knabe für einen Bogen? Warum läuft er denn so einen Bogen und läuft nicht zum Tor hin? Raus! Wen haben wir denn noch? Meine Fresse! Wenn die Bayern nicht mal 200, 300 Millionen jetzt sagen, wie kann man denn, wie kann der Bratzo sagen, 250 Millionen holt man den Haaland nicht? Der Haaland hätte gekommen und die sagen,
Der Berater hat gesagt, nee, also da muss man doch ganz bekloppt im Kopf sein. Verstehe ich nicht. Da passiert nichts, da kommt nichts, da kommt keine Aufräumen, nichts. Das sind 12 Minuten noch. Also musst du dir mal vorstellen, wenn du gegen Hoffenheim schon so Schwierigkeiten hast und du hast noch 6 Spiele jetzt. Also, weißt du, das ist anders. Das ist gar nichts. Das ist alleine für die Leute, die da Geld bezahlen und jetzt wie wir 600 Kilometer, da überlege ich mir, ob ich nach Bremen fahre. Finde ich auch, was weiß ich, lange unterwegs. Wenn du gegen die nicht gewinnst. Ja, schon wieder Rummelerei. Baba vor Angelino. Der nächste Pulsrutscher heute zu oft gesehen auf diesem Rasen, auf beiden Seiten. Gravenberg für Cancelo, den ich gerade eben noch gelobt habe, aber der Feierabend ist. Aber Gravenberg kann sich auch nicht durchsetzen. Ich weiß nicht, was. Die musst du alle verkaufen. Dem kannst du nichts anfangen mit den Leuten. 2:3. Er hat sich bis jetzt noch nicht einmal durchgesetzt. Gut, das Spiel praktisch hin oder her. Danny Tell hat sie bis jetzt auch noch nicht einmal gesehen, richtig. Nur das Herr spielt nur Scheiße. Ich weiß nicht, was der jemand an dem findet, der Tuchel. Ah, guck mal hier. Kramaric. Kramaric, einhaken zu viel gegen den Italiener. 3 gegen 1, ey, ich fall um, ey. Matarazzo da unten ärgert. Und die sind immer noch mit 6 Mann da. Gelassen haben. Riesenchance. Und solche Chancen bekommst du eben in München nicht oft. Auf dem Silbertablett präsentiert Tell gegen Brooks. Zur Ecke, los, einer raus jetzt. Auf Hoffenheimer Seite. Mensch, jetzt könnte sich heute in die Herzen der Fans spielen, der Tell, wenn der heute das entscheidende Tor macht. So wie hieß der andere Holländer? Oh, in Stuttgart. Oh, Leute. Oha. De Ligt und Brooks. Oh Mann, ey. Abendwelt kriegt nicht schnell genug kontrolliert. Repariert das für Davis. Gnabry. Ja, Schuss ist aber. Ja. Das war es wieder 1-1. Und wir hoffen, dass die Stuttgart noch ein Tor machen. Dann bleibt es nämlich so dabei. Sonst sind wir immer noch Tabellenführer, aber wie gesagt, das wird ja nicht besser. Das wird ja nicht besser, wenn du gegen Hoffenheim dich schon schwer tust. Also weiß ich nicht, ich weiß nicht. Ich muss nicht da, ja, weil er hat auch heute nichts gebracht. So, und auch mal eine gelbe Karte. Für den 27-Jährigen. Junge. Ja, das hat mit Tuchel nichts zu tun. Das ist, die haben keinen Bock, haben die. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Der Däne jetzt also in der Schlussphase. Ich verstehe das nicht. Ein Stürmer für einen offensiven Mittelfeldspieler. Das ist mal ein Zeichen von Pellegrino. Matarazzo. Mann, ich muss mir mal vorstellen, spielst du, da gibt ja fürchterlich gegen City. Letztens war draußen bei Spieltage und einer Gehirnerschütterung war gegen Schalke wieder. Könnte aber nichts. Die Hoffenheimer, die. Schwer, du es gegen Hoffenheim zu Hause. Das sehen die doch auch. Die lachen doch jetzt schon, die City. Müller, gut gemacht. Till, Baumann. Gravenberg verzögert zu lange. Ja, knall doch da mal durch, voll gekannt. Du kannst doch nur, verstehe ich nicht. So ein Scheiß, echt, ey, was soll das wieder? Da muss ich doch da mal durchknallen. Zieh doch mal durch und knallst den Ball da. Schnell gehandelt von Thomas Müller und Tell.
Und ich platze wieder. Ich könnte platzen wieder. Echt, also. Ich könnte echt platzen. Alter, das ist eine absolute Frechheit wieder. Ja, muss ja, da siehst du auch nicht, was müssen wir jetzt. Der hat so, aufrücken jetzt, aufrücken! Rück doch mal bis zur Mitte auf, Mensch! So, Baumann sucht die Kalajabik-Position, Begum kommt nicht hin. So, schneller, hier rauswerfen, schneller. Nützt jetzt nichts für die Spielerei. Wechsel doch mal die Seiten. Ich werde echt irre. Jetzt bin ich mal gespannt, hoffentlich von den 449 türkischen Hammer bei YouTube einer abonnieren. Kommt Leute, wenn ihr mich alle abonniert, na nicht alle, 90, 80, 90 Leute, das wäre das super. Danke für die Hose. So abonniert mich wenigstens, sag mal, da wird mir eine Freude machen. Echt mal 447. Mensch, da jetzt 454. Ich könnte heute auf meine 1000 kommen, wenn sich die 80 Leute bereit erklären, mir dann Abo zu machen. Wie gesagt, es kostet nichts. Es kostet nichts bei YouTube. Aber da ist ja keiner, da macht ja keiner mit von den Herrschaften da. Von den Roten. Da ist aber auch kein Zug, dass man jetzt sagt. Ja, schon wieder verzwendet. Schieß doch mal drauf, Mensch! Muss es selbst machen, hatte keine Anspielstation. Ist okay. Und folgt von Kimmich. Meine Fresse, sind in der Box da sind ein paar Meter mit der Bitte Picke rein und die machen da so einen Firlefanz in der Echte. Könnte ich kotzen. Dankeschön, Hendrik. Meine Fresse. Denk mal an YouTube, ey. Ich könnte heute auf 1000 kommen. Bitte, Leute. Ey, bitte. Bitte, bitte, bitte. Outdoor-Fußball-Urbex-Mischer. Geh da oben auf TikTok und dann hau dir mal einen raus dabei. Outdoor-Fußball-Urbex-Mischer kommt. Komikano, weiß ich nicht. Die wird schon nicht gegen City spielen. Also, wenn ihr gegen City spielt, dann kriegen wir mehr. Da kriegen wir mehr Tore als die drei in City. Musiala, super gemacht, gegen Geiger. Das ist so schlecht. Zu weit gelaufen. Da muss ich nicht so weit laufen, Jamal. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht, dass man sich nicht von Ball bringt. Das ist ein Mannschaftssport, da muss ich spielen. Bup, 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 bup. Bup, Meccano da. Meine Fresse. Hat noch Glück dabei. Kannst du froh sein, dann hoffentlich, dass die Dings noch ein Tor machen. Ganz klar. Stuttgart, BVB 2-2, da können wir ja froh sein. Im Titelkampf, im Fernduell mit Borussia Dortmund. Und dann müssen wir gerade noch ein Tor machen. Müller, gute Ablage. Musiala, Musiala. Gnabry, Gnabry. Schieß doch flach, Mensch! Ich kann doch nicht so schießen, der Ball geht doch schon rüber. Da brauche ich doch gar nicht schießen, echt nicht. Meine Fresse. Und jetzt gerade müssten sie das doch einblenden, dass die jetzt dann noch Gas geben, dass sie jetzt noch mal. Meine Güte. Toreschießen in diesen Tagen geht ihnen nicht so einfach von der Hand. Nee, also da ist doch schon Rückenlage, das ist doch scheiße. Anerkennen, auch heute ein Treffer eines Abwehrspielers. Also echt 2-2? Hey, Laura. Illy. Die Offensive in der Bringschulz, abgesehen vom 2-4 gegen Dortmund. Oh, jetzt lädt doch einen drauf, jetzt guckt oben hin, 2-2, jetzt gibt Gas! Mensch, jetzt gibt's Gas, jetzt geht's, auf geht's! Auf geht's jetzt, komm doch! Also der muss ein bisschen 5 Minuten nachspielen lassen. So, jetzt kommt Leute, jetzt macht da was, macht da was, macht da was. Jetzt noch ein Sieg, das wäre perfekt. Vielleicht macht Stuttgart ja noch 3-2. Ergebnisgalt aus Stuttgart. Musiala. Nein, Scheiße. Super Gedanke von Jamal Musiala für Gnabry. Ja, aber da muss man doch mal jetzt buckeln. So Aktionen in der Box machen. Kein Schild. Nervös? Fragezeichen.
Komm, Josh, mach jetzt. Mach jetzt schneller. Und mal eine vernünftige rein. Ach, da ist ja schon wieder nichts. Da sind doch keine Ecken. Ich verstehe das nicht. Wir sind erst mal 10 Stunden unterwegs. Dann ist okay. Becker, Obebo. Noch abgeschnitten. Scheiße, ey. Nochmal gegen Davis, Geiger. Nicht gepfiffen von Dankert. Weiter, Mann. Alter, weiter. Jetzt über die. Guck mal hier, die Seite ist doch frei. Jetzt überlauf, Benji. Mann. Kimmich. Müller zeigt sich. So, jetzt Ecke, schnell, kommt, Leute. Macht weiter. Danke, Laura. Schnell gespielt, kurz gespielt. Kimmich und Müller. Kimmich und Brooks. Radenberg. Mach doch mal was. Zweimal würde Pellegrino Matarazzo noch gerne wechseln wollen. Das war nix, Thomas. Da Fisch noch Fleisch. Bei das war nix. Weiter. Ja, da musst du reinbringen. Oder Volley, volle Kanne. 5 Minuten nach Spielzeit. Wie viel? 5 Minuten. So, kommt, Leute. Wir haben noch eine Chance. Den Lucky Punch machen wir noch. Das verstehe ich nicht. Wie kann man so ungestüm sein? Meine Fresse. Bischof und Rudi. Geiger ohnehin auf der letzten Rille. Unterwegs, Dennis Geiger. 4 Löcher gestopft. Junge, jetzt laufen die wieder. Danke, Laura. Danke. Aber mach lieber, dass wir noch ein Tor schießen jetzt. Ach, danke, Laura. Danke. Ah, danke für die Fußbälle. Silly. Danke, Laura. Ist gut. So, komm, wir müssen jetzt das Tor machen. Das ist wichtiger. Da 2-1, kommt. Da 2-1. Ich bin gegen Hoffenheim, ey. Alter, ich spiele vom Abstieg. Hoch da. Ja, jetzt umschalten, schneller. Komm, wir werden doch noch eine Chance kriegen. Jetzt gerade, wenn die jetzt 2-2, dann musst du doch jetzt gucken, dass du den Sieg einfährst. Aber noch mehr Punkte vor sind. Mensch. Ich will einen Sieg. Spiel doch, Mensch. Jetzt nicht nach hinten, nach da vorne. Vorne steht das Tor. Alter. Spielen schneller. Schneller. Auf Winterreifen. Komm, Tell. Tell. Ja, das ist doch scheiße. Zu viel. Ja. Musiala holt sich den Ball wieder. Kimmich. Schuss für Gnabry. Der trifft ihn nicht. Tu den raus, den Gnabry. Was will der bei Bayern? Mann, ey. Mit der Chance aufs 2-1 hier. Alter. Wenn ich irre, wie kann man denn da so den verstehe ich nicht. Also sowas ist dumm. So ist was dumm. Das ist echt dumm. Das ist absolut dumm. Verstehe ich nicht. 46. Sané. Cancelo mit dem Weitschuss. Ich verstehe es nicht. Mein. Wie kann man denn, wenn man da vom Tor steht, kann man denn da so umfallen? Mach den Spiel, den Ball von Zieh. Alter, ich werd irre, echt, ey. Weil eben Hoffenheim mehr an dieser Partie teilgenommen hat. Schneller. Mehr Energie. Spielen. Raus nochmal. Da muss was kommen, da muss ein Abschluss kommen. Jetzt geh in die Box. Davis. Nochmal Eckball. So schneller raus, Ecke. Wir haben noch 2 Minuten. Wir haben noch 2, 3 Chancen kriegen wir noch hin. 2-1 für Bayern, los, komm. 2-1 für Bayern jetzt. Auf geht's, komm. Auf geht's. Alfonso Davis. Kimmich nochmal. Das ist einer für Baumann, aber Koguma nimmt ihm die Kugel weg. Ja, was macht der denn da? Gabelbech. Davis. Ja, warum nicht probieren? Ja, aber da muss der Ball auch auf dem Tor kommen.
Spielen jetzt, spielen nach vorne direkt, nach vorne, lang nach vorne. Spiel doch den Ball nach vorne. Verstehe ich nicht. Musiala. Klare Gewinn für die Bayern Offensive. Spielen! Gnabry. Ja. Gnabry. Nochmal Koguma. Und jetzt Bischof alleine. Kann sich behaupten. Schneller, schneller. Noch einmal noch. Mach den Ball jetzt nach vorne. Wertvollen Punkt. Spiel den Ball doch nach vorne. Verstehe ich nicht. Warum schlägt er den Ball jetzt nicht nach vorne? Ja. Müller hält den Ball im Spiel, doch nicht. Am Mittwoch gegen Manchester City. Oh. Hier zu Hause. Ich könnte kotzen, ey. In Mainz. Zu Hause gegen Hertha, Bremen, Schalke, Leipzig und Köln. Das die nächsten Aufgaben der Bayern. Und für Hoffenheim heißt es diese verkorkste Saison. Nach zwischenzeitlich 14 sieglosen Spielen, aber auch 13 in den Nachvollziehen. Doch noch irgendwie zu retten, damit man im letzten Spiel gegen Stuttgart, gegen den Ex-Verein von Pellegrino Matarazzo. Schlag den Ball doch nach vorne, sag mal. Den Ball nach vorne, einfach lang nach vorne, Mensch. Am kommenden Wochenende auswärts in Leipzig und zu Hause gegen Frankfurt. Das sind die nächsten Partien für die TSG. Partie noch nicht vorbei. Davis. Hin den doch. Schlag den Ball doch mal vorne rein jetzt. Baba, gut durchgesteckt. Baba bleibt hängen an den Zocke. Ecke. Vielleicht die letzte Aktion. Torwart, wo ist der Torwart? Wir sind schon über der Nachspielzeit. Kommt jetzt bitte, bitte, bitte. BVB führt 3-2, erst jetzt. Kimmich. Die Licht geht hoch. Und Gnabry findet den Weg nicht hindurch. Und Dankert schaut, pfeift, aber noch nichts. Schlusspfiff doch, jetzt ist es vorbei. Der FC Bayern. So, 1-1. Und ich glaube, die Dortmunder haben gerade noch 3-2 gewonnen. Super Jungs, super FC Bayern. Endanalyse jetzt. So, das Spiel ist aus. Bayern spielt 1-1 zu Hause gegen Hoffenheim, die um den Abstieg spielen. Ist das noch normal? Du führst 1-0 durch ein glückliches Tor. Coman wollte drauf schießen, geht durch alle Mann durch. Pavard machte mit der Spitze rein. Super gemacht. Keine Frage, aber dann kommt nichts. Kein Aufräumen, kein Passspiel, was ankommt. Kein Umschaltspiel. Über die Flügel läuft nichts. Dann nimmt man nachher noch den Sané und den Coman raus. Ja, alter Falter, was macht man denn? Upamecano musste raus, Serge Gnabry musste schon längst raus. Warum fängt man denn mit dieser Mannschaft an? Wenn du so am Mittwoch spielst gegen City, kriegst du mehr als 3 Tore zu Hause. Die spielst gegen Hoffenheim, die haben nichts gemacht. Dann machst du da so, ich verstehe das nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Dortmunder haben noch 3-2 gewonnen. Ein Punkt vor, 1-1, jetzt müsste man Punkte gleich sein, aber mehr Tore geschossen. Aber trotzdem kann es doch nicht sein. Du könntest jetzt hier, meine Güte, das mit den 2 Toren vor, mit den 2 Punkten vorlassen. Das ist doch wie ein Sieg für Hoffenheim. Verstehe ich nicht. Also da kann ich auch nicht. Aber was ist denn mit der Mannschaft los? Die können das Fußballspiel noch nicht verlernt haben. Mensch, früher bei Heinkes, da war es 1-0, 2-0, da wollten die weiter 3-0, 4-0 machen. 5-0. Meine Güte, und jetzt? Die haben doch alle keinen Bock. Ich verstehe das nicht. Wie kann man sich denn da so schwer tun gegen Hoffenheim? Man hat doch klar dominiert dann nach der zweiten Halbzeit. Nachher kam nichts, es kam nichts, ich verstehe das nicht. Da holst du dir doch kein Selbstbewusstsein gegen City. Da musst du 3 Tore zu Hause machen, wenn du nicht mal Hoffenheim besiegen willst. Also mein Dings ist jetzt weg, dass Bayern am Mittwoch weiterkommt. Das ist doch schon wieder eine Frechheit. Alleine für die Leute, die da hinkommen. Manche wie ich, jetzt fahre 600 Kilometer, ich fahre jetzt nach Bremen am 6.5. Junge, meine Fresse, wenn du zu Hause nicht gewinnst, du spielst, musst doch zu Hause gewinnen. Wie willst du denn die anderen Sachen da alle gewinnen? Ich verstehe das nicht, das ist eine absolute Frechheit, dass man gegen Hoffenheim zu Hause 1-1 spielt. Also ganz schlecht, also ich weiß nicht mehr, ob die Bayern los ist. Und wenn die jetzt nicht langsam wach werden und schmeißen den Brazzo raus
und tun da vielleicht den Schweinsteiger oder den Lahm rein. Leute, die da mal den Verein kennen und. Dann müssen die Leute mal 5, 6 Leute rausschmeißen und dann müssen sie mal 300 Millionen in die Hand nehmen. Dann ist das halt so. Dann kostet der Stürmer kostet halt 80 Millionen. Meine Fresse. Verstehe ich nicht. Wir können froh sein, wenn wir noch Tabellenführer sind.